Guten Morgen, Leute, ich bin wieder zurück, ja, in meiner Werkstatt, aus meiner Werkstatt. Ich wollte gestern nur mal ein bisschen ein paar Sachen hin und her rücken, etwas aufräumen, Übersicht schaffen. Ihr kennt ja hier meinen Werkstattboden, davon ist kaum noch was übrig, aber ich habe noch etwas zugeschickt bekommen und zwar waren das diese Dreischicht-Holz, warte mal, ich gehe mal hier hin, genau, das ist mir ein bisschen zu hell hier, ey. Auf jeden Fall eine super tolle Qualität, auch eine sehr, sehr schöne bedruckte Oberfläche. Ja, davon hatte ich jede Menge in meiner Werkstatt auf dem Boden liegen, in Kartons vernünftig verpackt und hatte mir vorgenommen, das Ganze nächstes Jahr damit meine Werkstatt zu verkleiden. Jetzt steht das im Weg, man will es loswerden, also habe ich mich entschieden, gestern das Ganze fertig zu machen. Und so sieht das aktuell aus. Ich habe da einfach eine Lattenkonstruktion an die Betonwände angebracht, verschraubt und später dann die Bretter schön ineinander gesteckt und fest verschraubt. Ihr seht, hier liegen oder stehen auch irgendwelche Regale und Schränke. Und damit fange ich jetzt an. Wenn es was zu sagen gibt, dann werde ich einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, was ich gerade mache. Ansonsten schaut einfach zu, wie sich jetzt hier meine Werkstatt verändert. Also, los geht's. Viel gelabert, wenig getan. Wir müssen jetzt reinhauen. Ich könnte ja normalerweise die Sachen schön auf dem Hof abstellen. Das Problem ist, draußen regnet es. Es ist halt ein bisschen stressig, aber ich freue mich auf das Ergebnis. Nun ist es geschafft. Auch wenn die Werkstatt oder die zweite Hälfte meiner Werkstatt noch nicht ganz fertig ist, habe ich genau das gemacht, was mir als allererstes sehr, sehr wichtig war, und zwar die Wände verkleidet. Das wertet etwas auf. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt meine Zwinge auf der Seite, nicht mehr auf der anderen Seite, weil wenn ich aus der Werkstatt komme, kann ich dann direkt hier rüber und mir meine gewünschten Zwingen holen, ohne dass mir hier irgendetwas im Weg steht. Weg ist es. Auf die Frage ganz kurz, die mir gestellt wurde, ob ich aufgehört habe oder nicht, also mit YouTube aufgehört habe, da möchte ich ganz kurz was sagen. Ich habe einfach mal 2 Monate Pause gebraucht, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss nicht YouTube machen, ich mache das nur aus dem Grund, weil es mir Spaß macht, weil ich dadurch in der Community einige Leute kennenlerne. Ich habe schon was davon. Ich verdiene nicht viel Geld damit, aber ich habe viel, viel Spaß daran. Aber man braucht natürlich auch ein bisschen Zeit für Familie, mal für Freunde, die ich vernachlässigt habe in den letzten Jahren. Ich bin hier neu eingezogen. Es ist, also ein Jahr ist es jetzt mittlerweile her. Ich hatte Bock auf den Garten, ich hatte Bock, eine Terrasse zu bauen oder den Terrassenboden. Und das alles einfach mal ohne Kamera. Weil Kamera ist manchmal wirklich eine Behinderung für einen, wenn man jetzt einfach nur basteln oder bauen will. Und jedes Mal die Kamera mit sich zu schleppen, ist dann irgendwann nervig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn es hier um reine Projektvideos geht oder gerade für sowas, was meine Werkstatt angeht, da nehme ich gerne mal die Kamera mit, aber weil das könnte nämlich für jeden interessant sein, aber wenn ich jetzt mal so auch mal privat für mich irgendwas mache, dann muss nicht unbedingt die Kamera dabei sein. Also habt bitte Verständnis. Ich hoffe, dass ich das jetzt, wieder meinen Workflow finde, dass ich dann jede Woche oder alle 2 Wochen mindestens ein Video rausbringe. Es ist nun mal so, ich gehe arbeiten, habe noch viel zu tun, deshalb kann es mal vorkommen, dass ich eine längere Pause brauche. Das nächste Video wird sich wahrscheinlich um die Heizung handeln, In dem nächsten Video wird es sich um die Heizung handeln. Oder die Heizmöglichkeit, da muss ich gucken, auch hier mache ich mir ein paar Gedanken, weil der Winter steht vor der Tür.
Es wird langsam kühl, deshalb wird auch das demnächst umgesetzt. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt auf jeden Fall cool drauf, bleibt gesund. Habt viel Spaß mit euren Projekten. Auch Daumen hoch, runter, kommentieren. Ihr wisst Bescheid, macht's gut. Bis dann, ciao. Ich habe YouTube verlernt. Mein Gott.